Hallo Internet und willkommen zum zweiten Teil von meinem Let's Play zu Batman Arkham Asylum. Ich werde dieses Mal darauf achten, dass ich nicht ganz so lang wieder spiele. Und ohne weitere Umschweife geht es jetzt direkt los. Erstmal sprechen wir mit dem Henry Smith. Ich glaube, das war Joker. Wer noch? Ich hab's Ihnen gesagt, er ist ein Monster. Sie sollten ihn grillen. Beruhige dich. Ich halte ihn auf. Tja, wer könnte es sonst sein, wenn der Joker gerade erst ausgebrochen ist? Mysteriös. So, ich laufe hier erstmal ein bisschen rum. Schau mal. Ich benutze mal den Detective-Modus. Entdecke ich ja was. Ach ja, genau. Ich muss ja der Mega-Alkoholfahne folgen. Und die geht nach oben. Also muss ich wohl versuchen, hier hochzukommen. Kann ich hier durch oder ist das? Nein, hier kann ich sogar durch. Wunderbar. Ah, und hier sehen wir jetzt schon endlich mal das erste Tonband. Ja, denn was vielleicht viele von euch gar nicht wissen, ist, dass Harley Quinn, die Freundin vom Joker, bevor sie zu einer bösen Superschurkin wurde, die Psychiaterin vom Joker war. Und dadurch, dass sie ihn therapiert hat und der Joker so unfassbar irre ist, wurde sie quasi selbst irre. You don't have to be mad to work here. But it certainly helps. Oh ja, sehr schön, dass direkt da das Tonband von Harley Quinn lag. Kann ich was machen? Ich glaube nicht. Okay, kann sein, dass ich auch gar nicht lang muss. Ich denke, wenn ich mich recht erinnere, musste ich einfach nur unten mit dem Grapple-Haken, dem Bat-Rope, mich irgendwie hochziehen. Eine richtige Stelle finden. Ah, also. Joinks. Und dann hangeln wir uns hier mal lang. Ja, wie wir sehen, ist die Kacke bei den Wärtern am Dampfen. Achtung, Achtung! Wir haben zurzeit einen Kategorie-Alpha-Hochsicherheitsalarm. Dies ist keine Übung.
Melden Sie sich bei Ihrem Stationsleiter. Ach, ich verwechsel das immer mit der Steuerung, weil wir bei den späteren Teilen sie die Tastenbelegung geändert haben. Aber ja, natürlich haben wir nicht einfach einen Notfall. Nein, wir haben einen, Warnung. Die Intensivbehandlung von Arkham ist auf Code Alpha Rot. Alpha Rot. Natürlich. Dadurch, verstärken wir natürlich das Wissen, dass es echt ernst ist. Dass es Alpha Rot ist. Nicht Alarmstufe Rot, nein. Alpha Rot. Und wie eine Ratte klettern wir jetzt mal wieder durch die Lüftungsschächte hier. Gleich müssten wir es geschafft haben. Ah, okay. Hier ist, das erste Symbol von Aramaya Arkham. Das scannen wir jetzt erstmal. Ich bin der Geist von Amadeus Arkham. Durch meine Handlungen habe ich diese verfluchte Stadt gerettet. Aber mein Fluch ist es, für immer verborgen zu bleiben. Meine Geschichte ist in die Seele Arkhams geschnitzt und wird nur denen enthüllt, die begierig genug sind, sie zu entdecken. Ja, Amadeus, 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 Amadeus. Da finden wir im Spielverlauf ein paar mehr. Noch. Er ist hier! Er ist hier! Hallo Jungs! Ich mach Hackfleisch aus dir! Bam! Groundhouse Kick! Chuck Norris hätte es nicht besser gekonnt. Batman, wie läuft's? Hast du eine Spur von Dad? Noch nicht, aber ich nähere mich der Sache. Harley Quinn wollte mich aufhalten. Sie hat versucht, mich unter einem Fahrstuhl zu begraben. Hat's geklappt? Nein. Ich melde mich wieder, wenn ich die Spur zu Ende verfolgt habe. Ja. Also von Aramaya Arkham werden wir im Verlauf des Spiels noch ein paar mehr finden. Denn das war der Erbauer des Arkham Asylums. Und auch damals der, dementsprechend der Verwalter von Arkham Asylum. Und was es mit ihm auf sich hat, erfahren wir, je mehr Schriftstücke wir natürlich von ihm finden. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte eigentlich. Ja, er ist natürlich hier durchgerannt mit seiner Bourbonfahne. Das ist ganz lustig. Ich würde mir wünschen, dass ich auch so einen Nachtsicht-Scan-Detective-Modus-Dingensbums habe. Weil ich glaube, wenn ich samstags vom Feiern komme, sieht man auch solche Wölkchen um mich herum. Bitte! Mein Kind! Sie müssen das... Das ist richtig, ich muss es nicht. Ich will es sagen. Okay, der Boss sagt, keiner kommt hier durch. Wenn ich mal weg... Okay, da wurden gerade ein paar Leute vor unseren Augen niedergeschossen. Aber Batman wäre nicht Batman, wenn er diese Situation nicht klären könnte. Ich sehe jetzt durch die Wand. Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Der direkte Weg ist selbst nicht. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Tja, ja, du musst schlau sein. Sehe ja jetzt sowieso schon durch die Wand, dass hier jede Menge rote Manneken stehen. Die zeigen mir an, dass es Gegner sind und dass sie sogar bis an die Zähne bewaffnet sind, beziehungsweise dass sie Schusswaffen haben. Schwinge ich mich erstmal hier hoch. Und dann hier rüber. Kommt die Fledermaus wirklich hier lang? Ja, schleichen wir uns. Upp, das war verdammte Scheiße. Das machen wir direkt nochmal neu. Das liegt halt echt an der Steuerung. Verdammt. Gott. Weil bei Arkham Origins haben sie halt die Batarangs auf eine andere Taste gelegt. Und jetzt dadurch, ich weiß nicht, als ich Arkham Origins erstmal gespielt habe, da war es für mich schon eine ziemliche Ungewohnung.
Und jetzt war halt das letzte Spiel, das letzte Batman-Spiel, was ich gespielt habe, nur mal Arkham Origins. Und ja, scheiße, was? Falscher Knopf! Passiert den Besten! Jetzt beschleunigen wir das Ganze natürlich mal ein bisschen, denn das haben wir eben schon gesehen. Aber gut, das ist der Vorführeffekt. Oracle, Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ich weiß. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Der direkte Weg ist Selbstmord. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeigehen. Ja, das war Selbstmord. Und Batman muss definitiv schlau sein und nicht so dumm wie ich eben gerade. Ich würde nämlich eigentlich nur den Detective-Modus deaktivieren. Weil ich finde, das sieht einfach besser aus, so. Und jetzt werfe ich keine Batarangs, sondern schleiche mich von hinten an sie heran. Schalt ihn aus. Erst den Kameraden. Dann den Kameraden. Er chillt da auch, er kriegt davon nichts mit, ja. Und jetzt noch ihn. Ja, so hätte das eben schon laufen sollen. Aber ich vertusche meine Unfähigkeit mit dem Button-Layout. So, rennen wir da mal hin. Da oben sehen wir noch einen. Aber wir müssen da lang. So schleichen wir uns auch hier Kein ein. Kein Problem, Boss. Die Jungs sind gerade fertig. Die Arkham-Idioten hatten nie eine Chance. Gut! Unser freundlicher Schädling ist auf dem Weg! Du musst eine Falle aufstellen. Er darf das Gebäude nicht verlassen! Verstehst du mich? Ja, Boss. Die Fledermaus ist so gut wie tot. Ich hoffe, du hältst deine Versprechen, Junge. Ich würde sehr ungern deine Familie bestrafen, nur um dir eine Lektion zu erteilen. Ich kann dir versprechen, sie wären nicht sehr erfreut. Sieh nur, wer das ist, ne? Brennen deine spitzen Ohren jetzt? Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder vielleicht doch nicht. Ist doch eine nette Überraschung. Ja, sehr schön natürlich, dass der Joker darauf reagiert, wenn ich mich von hinten an ihm anschleiche, denn er hat ja vorher mit ihm geredet. Und zum anderen auch sehr geil zu sehen natürlich, wie der Joker darauf reagiert. Er warnt seine Leute einfach nicht, weil er es viel lustiger findet, zuzusehen, wie sie von mir überrascht werden. Hier ist Joker mit einem schnellen Update darüber, was es so Neues in der Anstalt gibt. Achtung, wir haben einen entflohenen Patienten. Er zieht sich wie eine Fledermaus an. Was für ein Idiot! Er wird als kostümiert und gefährlich angesehen. Ich glaube, die beste Lösung wäre, ihn von seinem Unheil zu erlösen. Das ist die einzige zuverlässige Heilung. Als ob man einem Baby die Süßigkeiten klaut. Oh. Joker will, dass er gestoppt wird. Ich kümmere mich drum. Und hier schalten wir jetzt den Detective-Modus ein, denn den brauchen wir definitiv, denn sonst habe ich hier keinen Überblick, wo die ganzen Leute sind. Der Scanner zeigt mir jetzt auch direkt an. Zustand ruhig. Ihr Jungs seid die Besten. Und dass er ein Gewehr hat. Also wenn die Leute merken, dass ich sie nacheinander ausschalte, werden sie auch nervös und sie sind dann auch aufmerksamer. Deswegen versuche ich es möglichst so zu machen, dass sie nichts davon mitbekommen, dass ihre Kameraden ausgeschaltet werden. Müssen wir hier hoch, um uns einen besseren Überblick zu verschaffen. Da hinten sehe ich doch einen, das sieht ganz nett aus. Da schwinge ich mich mal rüber. Ja, ich müsste es hinbekommen, dass er unter einen dieser Wasserspender geht. Wenn ich Glück habe, läuft er da jetzt hin, oder? Wer auch immer. Nein, er geht leider nach drin. Eine Nacht mit Harry. Ich sag's dir vielleicht sogar. Ach, egal, warum so kompliziert. Das wird eine nette Überraschung. Der Typ ist verrückt. Warum habe ich mich da nur drauf eingelassen? Ich denke, ich werde aber erst den da hinten ausschalten. Dann mache ich. Ich weiß nicht, ob die Entfernung reicht, aber. Runter da. Batarang aus.
und hauen ihn K.O. Jetzt geht's schnell wieder nach oben. Wir wollen ja nicht, dass die anderen uns entdecken. Er hat es hier nämlich jetzt gehört und ihr seht schon, dass er jetzt hier sehr nervös ist und er ein bisschen auf die Wasserspeier guckt, ob da wer ist. Die schleichen uns jetzt einfach mal von hinten an ihn heran. Verstecken uns schnell im Boden. Ich weiß nicht, komme ich da lang? Mann am Boden! Da liegt einer! Ja, jetzt alarmiert er die anderen. Aber er ist ja der Letzte, der da ist. Deswegen juckt mich das gerade herzlich wenig. Hilft mir irgendjemand? Hallo! Und auch du, Kollege, wurdest ausgeschaltet. Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus! Er könnte überall sein. Dann haltet die Augen offen. Und jetzt los! Ja, denn jetzt kommt natürlich erstmal Verstärkung. Aber zuerst nutzen wir nochmal unser Upgrade. Was können wir denn machen? Spezialkombo. Ja, nehmen wir natürlich hier das sofortige Ausschalten. Das ist ganz gut. So. Ich schaffe uns wieder erstmal einen Überblick. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Ich sehe jetzt gerade nur drei. Es könnte auch sein, dass es noch mehr da sind. Eins, zwei, drei. Nein, es scheinen nur drei zu sein. Wirklich noch ein Stück, dann kann ich ihn mit dem Gleitritt direkt ausschalten, Kollege. Aber er will nicht so recht. Vielleicht, wenn ich darüber gehe, dann müsste es eigentlich klappen. Geht es? Leider auch nicht. Aber ihm geht es. Hallo! Oh Gott, nein! Was war das denn? Ach, Batman. Na gut. Auch gut. Machen wir es halt so. Batman ist gegen die Wand gesprungen. Das lag jetzt wirklich nicht an mir. Ich zeige es euch an dem. Eigentlich würde ich das hier machen. Nur ist diese Methode sehr laut. Sprich, die anderen bekommen das mit, wenn ich das mache. Stecken wir uns hier gleich schnell im Boden. Wenn er jetzt gleich kommt, erlebt er eine Überraschung. Ach, verdammt, die Fähigkeit habe ich noch gar nicht. Die muss ich mir erst kaufen. Ja, ich bin zu sehr an die neueren Batman-Spiele gewöhnt, wo man das dann alles schon von Anfang an hat. Aber gut, ich kann es auch so. So. Ja, der Raum ist gesäubert, der Tag ist noch nicht ganz gerettet, deswegen schaltet auch bei der nächsten Episode ein von meinem Let's Play zu Batman Arkham Asylum. Aber für den Moment war es das erstmal mit der Episode. Ich freue mich auf das nächste Mal und ich hoffe, ihr auch. Tschö mit Ö!